Herzlich willkommen zu Let's Play The Sims 4 Folge 22. Wir sind immer noch am Tag der Fähigkeit. Das ist sehr, sehr gut. So, wie sieht's aus? Beruflich hat er alles gemacht. Das hat er auch alles gemacht. Vorsätze war befördert werden, muss auch nichts gemacht werden. Dann kann der Vater auf Klo gehen. Danach einfach noch was reden üben. So, die Mutter. Die wollte, ich glaube, fitter werden. Wo ist es denn jetzt hier? Ja. Trainiere und trainiere. Das heißt, die Mutter wird noch mal joggen gehen. So, das Kind liegt im Bett und schläft, weil es schlafen muss. Alles abgeschlossen, abgeschlossen. Erst zwei Abzeichen. Da werden wir dann direkt mal Fortschritt ansehen, sofort. Wir haben halt, das Kind steht schon auf und muss noch eine Fähigkeit verbessern. Warte, was haben wir denn hier? Videospielen, Level 1, Kreativität. Was müssen wir denn machen? Gute Taten. Haben wir schon was wissenschaftlich? Programmieren am Computer. Programmieren am Computer. Wie kann ich? Ach, keine Ahnung. Ja, erstmal, was ist schon mal gut? Oder es geht alles nicht. Aber ich kann auch gerade nicht ganz halten. Dann soll das hier den Müll rausbringen. Das haben wir nicht. Dann, wir müssen erstmal eine Fähigkeit noch verbessern. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach Videospiele, weil das die einfachste, ja, Wissen für irgendwie Lesen und Hausaufgaben machen aus. Das macht man ja von selber, Natur, Angeln oder so. Alles klar. So, er spielt jetzt erstmal Videospiele. Spiel spielen. Sims Forever. Das muss der noch schnell heute machen. Der ist schon Charisma 5, was sei Logik. Glück 4. Ist die Mutter schon wieder vom Joggen zurück? Joggen gehen, trägt nochmal hinterher. Es geht so schnell. Ja. Dieses Joggen-Gehen ist eigentlich ist echt scheiße. Eigentlich bräuchten wir einen Boxsack oder so ein Traininggerät. Nur, wir haben fast genug Geld, um bald zu überlegen, wo wir hinziehen. Vielleicht noch ein, zwei Tage. Vielleicht noch eine Beförderung. Wieso hat das Kind jetzt. Wie das Kind einfach aufhört, das Videospiel zu spielen, obwohl ich ihm das gesagt habe, damit wir schnell noch. Das ist komisch. Aber sonst ist das doch, ja. Aber guck mal, wie schnell das geht. Wenn wir jetzt eben spulen. 40%, 50%, das geht ja. Speedy ganz halt. Die Mutter ist wieder da. Mutter hat aber schon Toilette orange, sehe ich hier unten gerade. Dann kann die auch schon mal aufs Klo. Dann die Schüssel auffüllen von dem Hund. Und dann auch den Hund mal. Kann den Hund dann auch baden. Komm schon. Der stinkt. Der stinkt doch gar nicht. So, der Vater kann aber aufhören. Oh. Hier die Spaghetti von dem Kind zu Ende essen. Dann ist das auch weg. Chu-chu-chu. Ja, auch geschafft. Dann hör mal auf und dann geh ins Bett. Du bist nämlich K.O.
Der Vater muss in 10 Stunden erst zur Arbeit, der Junge halt aber erst um 9 und das hier. Wir haben, heute war das letzte Treffen, ist, aber er ist ja auch schon greifenfahrt. Bin ja erst ja auch schon Stufe 2. So. Die Mutter isst danach auch noch was. Geht dann auch ins Bett. Während der Vater jetzt schon ins Bett. Wieso stellen die die immer nach oben? Eben, ich muss dem das eben sagen, wie gesagt, sonst. So, der Hund ist auch wieder sauber. Wir haben ja extra noch die Badewanne geholt, weil wir den Hund nicht sauber machen konnten. Wie sieht es bei Fitness-Empfehlung? Ich glaube, die ist Level 2. Weiß halt nicht. Ich glaube, aber die ist eigentlich fit. Ich glaube, viel fitter werden geht fast nicht. Toll, ich nicht, was, die hat die aktiv oder so. Nee, ordentlich kreativ. Fit werden. Ja, keine Ahnung. So, die Mutter isst und dann geht die pennen. Was macht der Hund? Der Hund, oh, denkt sich, oh, ich lieg hier rum. Das finde ich auch komisch, dass die Hunde in der Nacht nie schlafen. Schlafen dann immer am Tag eine Stunde oder zwei und sind dann wieder den ganzen Tag gefühlt wach. Das ist ein bisschen komisch. So, jetzt packt den Teller in den Müll. Nicht spülen in den Müll. Nicht spülen. Spült den Teller. Ja. Wir müssen den immer in den Müll tun, weil dann kann der Sohn den Müll rausbringen. So, das Kind. Der Vater. Das Kind wird wach wegen Monster, ist klar. Das passt perfekt. Dann kann das jetzt eben das und das. Wenn die Mutter aufsteht und das Monster einsprüht. Das ist so dumm bei diesem Bett. Das müssten die Bett und vor allem das Monster guckt doch noch. Das Monster ist einfach schon, wird gar nicht angezeigt. Vor allem, die sprüht das einfach mit diesem Putzmittel an. Denke ich mir auch so, ja, ist klar. Jetzt auf selbstsicher, ja, schlafen. Wieder. Ja, war erfolgreich. Bei allen. Das ist auch geil, dass das diese Belohnungspunkte gibt. Ich glaube, der hat jetzt 100 gebracht, aber sonst bringen diese Feiertage 500 oder so. Und das ist echt viel, finde ich. Für so ein paar Aufgäbchen. Muss in einer Stunde schon in der Schule sein, aber er muss ja im Prinzip nur noch was essen. Wie der Vater, der muss auch was essen. Kann der Sohn jetzt schon wieder den Müll rausbringen? Perfekt. Das sind diese Pfadfinder-Interaktionen. Vor allem, das ist ein Teller. Das war mein Handy, was vibriert hat. So, ich hatte nämlich so eine gute Dings gemacht und kann direkt gleich nochmal rennen. Wenn der Vater. Ah, ich glaube, das schafft er vor der Schule nicht mehr. Nicht wirklich, der nimmt ein paar Bissen und dann. So, wie sieht's aus? Hier, die Mutter hat auch voll. Dann kann direkt, die kann direkt duschen. Gehen, dann. Abstraktes, mittleres Gemälde. Ja, mittelgroßes. Ist auch so kleines, mittelgroß oder groß. Legt den irgendwo hin. Er geht nämlich jetzt auch noch mal eben joggen. So, das Kind.
So, hat schon wieder, wenn es von der Schule kommt, was zu tun. Jupp, viel Spaß in der Schule. So, oha, der muss schon in 35 Minuten und ich schick den noch joggen, geil. Toilette, duschen. Auf zu joggen, Junge. So, 100 Meter gejoggt vor der Arbeit, da ist er topfit. Fuck, er muss auch noch Energie geladen werden. Wird man denn noch mal Energie geladen durch Kaffee trinken? Aber dafür haben wir keine Zeit mehr. Scheiße. Und es gibt auch eine bestimmte. Ich hab hier frisch, naja. Ich brech das Toilette gehen ab, aber trotzdem macht das noch fertig. Bitte wird da jetzt Energie geladen, das wäre perfekt. Oh, die Mutter ist fertig. 725 Euro, perfekt, er ist Energie geladen. Bringt dieses scheiß eine Bild. Weil die schon so ein hohes Level hat. So. Er kann auch normal arbeiten, ja. Nichts zur Arbeit, der hätte was so in Rechnung gekommen. Boah, 5.000. Es geht direkt hier hin und bezahlt die Rechnung, Oma. Doch, jetzt hat die ein neues Bild angefangen. Bestimmt ein stoves, ein impressionistisches. Oh. Hier, Vater. Was war da denn gerade für ein Musik, weil wir die Rechnung bezahlt haben, ja. Kriegen das wohl hin, und die Rechnungen zu bezahlen. Das reicht, wenn der normal arbeitet. Mit Energie geladen. Er ist ja schon bei ausgezeichnet, hat alles gemacht. Dann Stufe 5 schon, Gebietsleiter. So, Mutter. Was wird das? Das wird ein Hund. Mit einem Hut auf. Oder sowas. Redet es nicht mit dem Hund? Das war schon wieder diese Musik, die total Eskalation läutet, gefühlt. Und nur eine Katze mit Hut. Ja, genau. Mal einfach Tiere mit Hut. Zack, zack, da ein paar Striche, da ein paar Striche. Oh. Juli. Das brachte 1000 Öcken. Deswegen nehmen wir das. Guter Alter, was von dir gefällt von bleiben. Oh mein Gott, die Olle hat einen Meister weggemacht. Oh mein Gott. Jetzt ist das ein so ein Meister weg und das ist nur 600 Dollar wert und das ist ein Meisterwerk. Warte. Wir müssen, der Mann muss die Bilder verkaufen, sonst, damit wir hier mit dem verdient haben, glaube ich. Zählt das sonst nicht, oder? Wir könnten ja gucken mal eben. Aber eigentlich zählt das nicht dazu, deswegen muss der Mann, ja, der Mann muss die verkaufen. Da war was, stimmt ja, das musste ich ja, wollte ich ja jetzt machen, weil bis der dann 25 verdient. Das dauert noch. Das dauert noch. So, die Mutter hat Hunger. Dann kann die es mal. Yeah, 5 und 10. So ein Scheißmeister weg. Die soll was essen. Was macht die danach? Ich würde sagen, nochmal joggen gehen, weil die will ja fitter werden nur. Nur 5 Tage und wir waren schon so. Ich habe die schon so oft joggen geschickt. Ich weiß halt nicht, wie genau das geht. Ich vermute mal, wenn man dicker ist, aber die ist ja schon ganz, die ist ja quasi fast so dünn, wie es geht, glaube ich. Weil durch Joggen nimmt man ab, das weiß ich, wenn man dann eine Stufe weniger ist. Aber wir sind, glaube ich, die niedrigste. Und beim Kies baut man durchs Joggen nicht auf. Oh, die guckt eine Romanze und jetzt macht es Busch.
flennen alle rum und dann ist der Film aus. Ende. Wow. Perfekt. Und deswegen, weil ich glaube, joggen gehen bringt nichts. Ich schicke dir trotzdem nochmal joggen. Ja, Gi, komm, pack, zieh deine Sportklamotten an und renn, Mädel. Renn. Du willst fitter werden, wow, was? Ach ja, wir haben gedacht, so eine Mutti, die macht nicht viel Sport, geben wir mal der mal so echt hässliche Sportklamotten. So, Ju, drin die Kamera mal etwas höher. Da, guck, die joggen immer nur bis. So, und jetzt joggt die bis hier hinten. Irgendwo, ich glaube hier, da wo die gerade aufgetaucht ist und dann so. Das soll dann komplett joggen. Das ist halt nicht viel. Ich verstehe auch gar nicht, wieso hier so viele Leute unterwegs sind. Wer ist das da etwas aus dem Teenager? Der. Wie ist der? Ach. Enrico. Tissen. Würde ich sagen, wird der Name ausgesprochen. Mit Namen ist das so schwierig. Das ist echt nicht normal. Boah, wir haben hier so viele. Jetzt rennt die erst. Vom auch an Rentnern. Hier ist irgendein hochnäsiger Gärtner, der auch schon Rentner ist. Der Mike Paulus. Hat ja mal sowas von keinem Modegeschmack. Das ist der andere Teenager, das sind die beiden Rentner. Und wo ist unsere? Ja, die ist schon wieder zu Hause. Und muss auf Klo. Ja, dann geh auf Klo. Nur ich weiß halt nicht, ob es einfach. Und ich habe gedacht, es reicht, in der Fitnessfähigkeit aufzusteigen. Aber ich glaube nicht. Das glaube ich nicht. So. Dann hier. Die Gel Gemälde, die Geld bringen und danach das Klo sauber machen. Wieso läuft die so komisch? Ja, wieso ist die gerade so. Das sah irgendwie komisch aus. Oh. Sie malt blau. Blauen. Ja, von die Farbe spritzt hier auf die Sau so weiße Ikea-Couch. Nein, die von Ikea, die ist noch ein bisschen ab, oder? Ja, das könnte die ganz billo Ikea-Couch und die ist so eckig. Ganz einfach. Ja, ich hab diese Zweier-Couch davon in meinem Zimmer stehen. Für da ab und zu mal abends drauf sitzen. Und dann auch mal, ehrlich gesagt, meistens sich in meinem Schreibtisch über. Der ist auch von Ikea. Ich habe viele von. Man hat es. Eigentlich mein ganzes Zimmer ist von Ikea, oder? Hab bis auf das Bettgestell. Das habe ich im Internet bestellt. Ja, ich habe ein Ikea-Zimmer. Alles schön in weiß. Und diese helle Birke. Wow, das ist Kunst. Einfach alles hellblau, ein paar weiße Flecken, ein paar Linien, die man garantiert nicht mit so einem Pinsel gemalt kriegt. Wie die ihn da hat. Die hat ja auch nur. Die hat ja auch gar nie. Die hat ja auch nie Farben in der Hand. Die malt einfach nur auf dieser Leinwand, ohne Farben. Und fast. Ja, das wird ein paar weiße Flecken haben. Das ist ja Kunst. Hä, hat der Hund schon wieder alles aufgefuttert? So, das bringt jetzt 700 Dollar. Oder 750. Nein, und 75 hat es ja gekostet. Also. Entschuldigung. Ja, also 900. 695. Ich kann nur 5, ach, 75. Ja, 75. Ja, das ist heftig. Wie sieht's hier aus? Alles gut. So, essenstechnisch. Was
haben wir dann noch? Zwei Stück. Aber das war's mit der Folge 22 von Let's Play die Sims. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und viel Erfolg bei allem, was ihr vorhabt. Wir sehen, wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss.